Hallo und herzlich willkommen zu meinem Chicken Run Let's Play. Und zwar geht es heute um Chicken Run PlayStation 1. Das ist das erste PlayStation-Spiel, das ich bekommen habe, als ich relativ klein war. Und dieses Spiel basiert auf dem Knet-Animationsfilm von Nick Park, Chicken Run, Hennen Rennen aus dem Jahr 2001. Und ich bin auch selber mit Hühnern am Land aufgewachsen, das heißt, ich habe zu dem Thema Hühner einen sehr großen emotionalen Bezug. Und das Spiel habe ich damals über Katalog bestellt, ohne den Film noch gesehen zu haben. Und als es dann mit der Post gekommen ist, war ich schon so aufgeregt, dass ich das Spiel schnell aufgerissen habe und dabei ist schon mal das erste Scharnier aufgebrochen von lauter Aufregung. Jedenfalls, das ist die Spielanleitung dazu in Schwarz-Weiß. Die habe ich damals auch einmal mit Schreibmaschine abgeschrieben, einfach so zum Spaß, weil es mir so gefallen hat. Und als ich klein war, habe ich auch diese Stofffiguren schenken lassen vom Papa in der Tankstelle, und zwar von Fowler und von Babs, mit denen ich sehr viel gespielt habe. Das sind sehr cool. Und dann habe ich als eingefleischter Fan auch noch sämtliche Figuren selber mit Knete nachgebaut, sieht man hier auf diesem Foto. Ich habe leider nicht mehr alle Figuren in Original, aber am Foto sieht man es noch relativ gut. Also Ginger, Fowler, Babs, Rocky und die Tweedies. Hier noch ein Foto. Mit Wallace und Gromit auch links drauf. Ja. Und als ich noch klein war und noch in der Volksschule war, ca. 2003 herum, war ich auch so verrückt, den ganzen Film als Comic abzuzeichnen, einfach mittels Standbild vom Fernseher. Und so habe ich einen ganzen Block voll gezeichnet mit dem Chicken Run Film als Comic, inklusive Sprechblasen ohne richtige Rechtschreibung. Da habe ich noch irgendwie geschrieben und nicht richtig rechtschreiben können. Ja, in Farbe sind leider nur die ersten zwei Seiten, dann ist mir das zu blöd geworden. Aber es ist eben der ganze Block voll. Und diese Bilder vom Anfang des Films werden wir auch gleich im Spiel sehen als Intro. So, und jetzt, bevor wir starten, noch kurz zwei Buchtipps. Und zwar Superhenne Hanna von Felix Mitterer, da geht es ebenfalls um ein Huhn, das Hühner aus der Legebatterie befreit. Und die Hühner-Enzyklopädie, eine sehr umfangreiche Sammlung von der Geschichte der Hühner und Hühnerrassen und Tipps zur Hühnerhaltung. So, meine Eltern oder Großeltern hatten nämlich einen Bauernhof und deswegen bin ich noch mit Hühnern aufgewachsen. So, und jetzt starten wir mal das Spiel. Wir müssen irgendwie raus hier und ich habe da einen hervorragenden Plan. Okay, Ginger, lass mal hören. Mir ist aufgefallen, dass der Zaun an einigen Stellen ziemlich verrostet ist und ich frage mich, ob wir ihn da nicht durchschneiden könnten. Hey, das ist die Idee. Wir könnten das alte Buttermesser aus einem der Ställe nehmen und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo auch noch ein paar alte kaputte Metallscheren rumliegen. Wenn du mir diese Sachen besorgst, könnte ich daraus bestimmt eine Art
Drahtschere basteln, mit der wir diesen rostigen Draht durchschneiden können. Tolle Idee, Mac. Ich werde versuchen, die Sachen zu holen, wenn bloß die blöden Hunde nicht wären. So, und jetzt geht's gleich los. Jetzt sind wir noch in der Hütte 17, also in diesem Hauptquartier sozusagen, in dem Stall. In dem Film geht es ja darum, dass die Henne Ginger versucht, die ganzen Hühner am Tweedy-Hof zu befreien. Hier gibt es ein riesiges Gehege mit Stallungen. Und dieser Hof wird bewacht eben von Mr. und Mrs. Tweedy und den zwei Hunden und einigen Scheinwerfern. Und man spielt eben dieses Huhn Ginger auf der Suche nach einigen Gegenständen und Dinge zu basteln, um in die Freiheit zu kommen. Hier sieht man schon mal ein Stück Karte. Die Karte ist zerfetzt, die muss man einsammeln. Also wir befinden uns in diesem rot-gelb markierten Bereich mit Stall 1, 2, 17 und 16. Und darüber sieht man ein Stück vom Hof, vom Gebäude. Und wir haben eine kaputte Metallschere gefunden. Die brauchen wir für die Schere. Hier links im Stall 1, das ist die Hütte vom Fowler, wo man das Spiel speichern kann. Der Fowler ist der Alte, der bei der RAF war. Der alte Hahn. Hier sieht man schon die Hunde. Das ist ziemlich witzig. Man kann die Hunde eben wegschicken mit dem Rosenkohl, indem man den wirft. Das ist der Rosenkohl. Und man darf nicht über das Blech trampeln, sonst erwischt einen der Hund auch. Ja, wenn man Glück hat, kann man noch entkommen. Wow. Okay. So, das war die erste Schere. Und ich zeige euch gleich, wo der zweite Scherenteil ist. Das zweite Messer. Im Stall ist man auch sicher vor den Hunden. So, hier ist das zweite. Und hier gibt es gleich unsere Freundin Babs, die wir vorher schon als Stofftier gesehen haben. Brauchst du das hier, Babs? Tut mir leid, Ginger. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Frag doch Mac. Sie ist in Stall 17, soweit ich weiß. So, vom Stall 17 kommen wir ja gerade. Die Babs ist sehr lustig im Film. Das ist die, die ständig immer sagt, ständig fragt, ob sie auf Ferien sind, die Hühner, und die ständig strickt. So, zurück zu Mac. Den blöden Hunden bin ich erfolgreich aus dem Weg gegangen. Hier ist die Klinge, die du brauchst. Hey, brillant! Das hast du gut gemacht, Henne! Und wenn ich jetzt die Schraube, die ich schon habe, durch die Mitte der beiden Klingen buxiere, also etwas so, und dem Ganzen jetzt noch einen kleinen Schubs gebe, dann voilà! Eine Drahtschere! Sieht toll aus. Hoffentlich ist sie stark genug. Naja, vergiss nicht, sie funktioniert halt nur bei einem rostigen Maschendrahtzaun. Ich werde dran denken. Jetzt müsste es klappen, durch den Zaun zu kommen, damit ich die Sachen für unseren nächsten Ausbruchversuch zusammensuchen kann. Aber was dann, Henne? Okay, es ist vielleicht ein bisschen krass, aber wenn es uns gelingt, uns zu verkleiden, werden die Hunde uns nicht erkennen und wir kommen hier heil raus. Wir könnten uns zum Beispiel als Mrs. Tweedy verkleiden. Glaubst du, das funktioniert? Klingt irgendwie nach einer kniffligen Aufgabe für mich. Ich kann keine Wunder vollbringen, aber wir könnten die Sache hinbiegen, wenn du ein paar Stöcke findest und Stiefel. Handschuhe wären auch nicht schlecht, aber die Schlüsselelement ist das lange Kleid von Mrs. Tweedy. Wenn ich du wäre, würde ich mich mal hinter dem Farmhaus umsehen. Okay, du arbeitest an den Details und ich besorge alles, was wir brauchen. Babs ist genau die Richtige dafür. Sie ist drüben in Stall 16. Dort starten wir die Verkleidungsaktion. Gut, ich werde die Sachen dort abliefern und vergiss nicht, sie in unseren Plan einzuweihen. So, links unten sieht man jetzt die Schere, das heißt, ich bin mit der fertigen Schere ausgerüstet. Und jetzt brauchen wir einfach nur diesem kleinen Hinweis von den Spielemachern folgen, und zwar diesen Spuren hier, die man gerade noch erkennen kann.
Und dann kommen wir zu diesem rostigen Stück Zaun. Schwupps. So, hier gibt es bewegliche Scheinwerfer, aber auch solche Verstecke in der Kiste. Der Radar unten leuchtet dann immer rot und man sieht dann schon, wenn die Hunde oder der Mr. Tweedy kommen. Die weißen Punkte sind Gegenstände. So. Also der Film Chicken Run insgesamt ist sozusagen ein großes Plädoyer für die Freiheit. Im Speziellen die Freiheit von Tieren, und in Österreich sind vor kurzem die Legebatterien ja verboten worden, aber in Deutschland gibt es sie immer noch. Und nachdem ich ja mit Hühnern aufgewachsen bin und weiß, was glückliche Tiere sind, kann ich auch nur mehr biologische Freilandeier kaufen. So, hier kommt die Mrs. Tweedy und hier sind Handschuhe. Die Mac vom Stall 17, mit der wir vorher geredet haben, ist sozusagen das Hirn in dem Film oder in dem Spiel, die ganzen Pläne schmiedet. Und die Ginger, quasi die Agentin. Mission, hier sind die Holzstöcke. So, jetzt zeige ich euch noch ein geiles Versteck. Da ganz hinten wird man nämlich gerade nicht gesehen, wenn man da reinläuft. Das ist der Mr. Tweedy mit der Taschenlampe auf nächtlichem Rundgang. So. Und das Läuten kommt immer, wenn man ganz nahe an einem Gegenstand steht. So, und jetzt sieht man schon ein bisschen mehr. Eben das Wohnhaus mit dem rechts oben mit der Wäscheleine und den Bäumen. Um das ganze Grundstück herum sind Mauern. Fast ein bisschen wie ein Burgfestung. Und jetzt zeige ich euch noch was Interessantes. So, der Mr. Tweedy, es gibt drei Akte in dem Spiel und der Mr. Tweedy reagiert in jedem Akt unterschiedlich, wenn man ihn von hinten mit dem Rosenkohl trifft. Okay, da dreht er sich langsam um. Später können wir es nochmal probieren. Im dritten Akt ist er dann noch viel schneller. So. Jedenfalls müssen wir jetzt, da oben kann einem auch nichts passieren, so, und jetzt müssen wir da noch in das Eck. Also das ist auf der Karte ganz oben rechts. Und da hängt auch schon das Kleid von Mrs. Tweedy. Und die Mrs. Tweedy geht im Fenster entlang, wenn das Licht brennt. So, und hier kommt wieder unsere schöne Schere, unsere schöne Schere zum Einsatz. Und jetzt schnell in die Hundehütte. So, das habe ich früher auch schon mal besser können. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt mittlerweile. So, jetzt haben wir fast schon alles. Also hier hat man das Inventar bei der Dreiecktaste und in den Plänen mit Viereck sieht man eben, das haben wir schon erledigt, darum ist das durchgekreuzt. Und hier, wenn man einen Gegenstand eingesammelt hat, ist ein einfacher Strich, Querstrich, und wenn man ihn zurückgebracht hat, dann ist das mit einem X markiert. Und hier sehen wir, dass uns nur noch die Stiefel fehlen für die Mrs. Tweedy-Attrappe. Und die stehen auch gleich hier herum. So. Und jetzt rüste ich mich mal mit den Stiefeln aus. Haha. Jetzt kann man nämlich wie am Anfang vom Film mit dem Stiefel herumrennen. Rosenkohl ist auch ganz praktisch. Man kann sich eben auch direkt mit L2 ausrüsten mit den Gegenständen. So. Jetzt
mal ein bisschen geschützt. Man kann, genau, im Viereck kann man sich so hinsetzen, dann checkt er das gar nicht. Jetzt ist man ganz im Stiefel versteckt. So. Ja, jetzt stehen wir immer schön im Weg herum. Nur gut, dass er den Stiefel nicht aufheben kann. Das funktioniert eben auch hier im Lichtpegel. So, jetzt haben wir alle Gegenstände und die bringen wir jetzt. Das ist auch geil, jetzt sieht man den Stiefel riesig in der Hütte. So, jetzt haben wir alles beisammen. Vielleicht gelingt es uns ja jetzt endlich von dieser Farm zu fliehen. Sollten wir nicht den Tweedies Bescheid sagen, damit sie sich nicht wundern? Natürlich nicht, Babs. Das muss alles streng geheim bleiben. Streng geheim? Das macht Spaß. Und was ist mit den anderen Hennen? Wissen die Bescheid? So, Manikö fertig. Das waren bisher 11 Minuten. Wir sind noch nicht erwischt worden. Und jetzt gilt es, mit der Mrs. Tweedy-Puppe zu flüchten. Man muss einfach immer Gleichgewicht halten, indem man Viereck und Kreis drückt. Aber wenn man nicht so extrem die Tasten drückt, dann kann man schauen, dass der Kreis ziemlich in der Mitte bleibt. Also je ärger man die Tasten drückt, umso ärger geht auch der Kreis auf der Skala irgendwo hin. Und am Weg wäre es geil, wenn man die Hühner befreit. Die Szene hier im Spiel ist eben ziemlich gut in dieser kurzen Filmszene nachempfunden, wo sie mit der Puppe flüchten und dann leider draufgehen. Also halt erwischt werden. Die Videoclips generell im Spiel finde ich ziemlich gut. Die geben dem ganzen Spiel so eine schöne Handlung. So, und fertig. In einer Minute 9. 24 von 24 Hühnchen befreit. Ausbruchsversuch, ein großes Fiasko. Aber Mac und ich haben uns einen neuen Plan ausgedacht. Erläutere ihn, Mac. Gut. Bisher wollten wir unter dem Zaun durch, aber das hat nicht funktioniert. Deshalb sieht der neue Plan vor, dass wir es oben drüber versuchen. Das ist eine von uns. Wir setzen uns rein, ungefähr so. Dann wird kräftig gekurbelt und guten Flug! Die Rübe hat's aber kräftig auf ihn. So, dann speichern wir mal nach dem ersten Akt. Aha. Memory Card am richtigen Steckplatz wäre auch geil. Ja. So, jetzt soll's gehen. Bei den Videofilmen im Spiel sieht man halt manchmal am Ende, dass sie relativ überraschend aufhören, also geschnitten sind. Himmel, hilf uns!
Publikum. Plan lief leider alles andere als perfekt. Ja, wir brauchen einen neuen Plan. Ich habe nicht bloß einen Plan, sondern gleich ein paar Ideen, wie wir von hier fliehen könnten. Was du nicht sagst. Ich bin beeindruckt. Lass mal hören. Okay, welchen Plan willst du zuerst hören? Nun, mein erster Vorschlag wäre, eine Wippe zu bauen, mit der wir uns über den Zaun schießen könnten. Für eine Wippe findest du hier garantiert etwas. Aber wenn wir uns über den Zaun schießen wollen, brauchen wir ein schweres Gewicht, das wir auf die andere Seite der Wippe fallen lassen können. Also gut, du suchst nach einem geeigneten Gewicht. Der beste Ort für solche Sachen ist Stahl 11, glaube ich. Okay, das klingt vielversprechend. Okay, welchen Plan willst du zuerst hören? Mr. Tweedy hat sich ein paar Knallkörper gekauft. Ich wette, dass wir diese Dinger dazu benutzen könnten, uns hier herauszuschießen. Das klingt aber ein kleines bisschen gefährlich. Zunächst werde ich ein paar Projektilberechnungen anstellen, damit wir über den Zaun kommen. Als Material brauchen wir natürlich zuallererst die Knallkörper und eine Schachtel Streichhölzer, um sie anzuzünden. Ja, und ich habe auch schon eine Idee, wo wir sie herbekommen. Die Dinger sind gefährlich explosiv. Es wird wohl das Beste sein, sie bei Babs in Stahl 16 zu deponieren. Ja, das dürfte der sicherste Ort sein. Du solltest sie besser vorwarnen, damit sie weiß, was auf sie zukommt. Okay, welchen Plan willst du zuerst hören? Ich habe einen Plan für den Bau eines Katapults. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hatten wir das nicht schon mal probiert? Ja, aber wir haben daraus ein paar Lehren gezogen, oder nicht? Wir könnten noch eins bauen, ein größeres diesmal. Was hältst du von der Sache? Lass mich überlegen. Ja, tatsächlich sahen meine ursprünglichen Berechnungen ein viel größeres Katapult vor und bei näherer Überlegung könnte das wirklich klappen. Wir bräuchten eine alte Kinderwagen, einen Tennisschläger, eine Leiter und etwas Schnur. Und einen Löffel, um ein Loch unter dem Zaun zu buddeln, da wo es weich und matschig ist. Und wenn du mehr von der Farm erforscht und die ganzen Sachen eingesammelt hast, wo willst du sie dann aufbewahren? Ich glaube, Stall 15 ist der ideale Ort dafür. Okay, welchen Plan willst du zuerst hören? Nun dann, ab mit dir, Ginger, und viel Glück! So, jetzt sind wir im zweiten Akt angekommen und haben die drei Pläne gehört, die es eben zu bewältigen gilt. Und zwar das Katapult, das Feuerwerk und die Wippe. Und dafür brauchen wir einige Gegenstände. Für die Wippe nur das Gewicht. Zu Stahl 11 und zu Stahl 16 für das Feuerwerk, die Feuerwerkskörper und die Streichhölzer. Und für Stahl 15 das Seil, diesen alten Kinderwagen, eine Leiter und einen Tennisschläger. Man kann an diesen Plänen immer gut nachvollziehen, was da alles so zusammengebaut wird, und ich finde das auch ganz lieb und detailliert gezeichnet. Das ist eben auch aus den Filmen nachempfunden. So, und wir sehen schon mal, jetzt ist es Tag, das heißt, die Scheinwerfer fallen weg und die Steigerung von Akt zu Akt besteht auch darin, dass wir jetzt dann mehr Raum zur Verfügung haben. Also es ist hier ein Tor geöffnet zum Areal B. Es gibt A, B, C und D. Das sind die Viertel vom Hühnerzaun, vom Hühnerareal. Vom Hühnergehege. So. Und ich bin gewohnterweise als erstes ja immer dorthin gegangen, wo wir vorher auch schon waren, zum Tweedy House. So, hier entlang. Jetzt sehen wir hier, dass das Plakat hängt mit dem Rocky drauf. Yo,
mein Püppchen? Wir brauchen ein paar Gegenstände hier von der Farm. Schlafe fest, mein Engel. Rocky erledigt den Rest. So, und jetzt spielen wir Rocky. Also das erste Mal eine neue Figur. Im dritten Akt gibt es dann noch andere Figuren extra. So, hier kommt die Mrs. Tweedy. Das ist immer ziemlich geil, wenn man die so beobachtet, wie die da herumschleichen. Ja, und der Hund geht auch genau vor mir vorbei. So, jetzt sind wir wieder auf diesem Areal. Ja, was ich noch zu den Videoclips, also zu den Filmeinspielungen sagen wollte, die sind manchmal am Ende ziemlich überraschend abgeschnitten. Also jetzt beim Fowler zum Beispiel fällt der Schnitt ihm sogar ins Wort, weil da hört man nur mehr erwie statt erwischt. Und die Videoclips sind auch neu synchronisiert geworden anscheinend, oder zumindest eine andere Synchronisation als die im Film. Darum sind die Stimmen ein bisschen anders. So, hier liegt jetzt noch mehr Zeugs herum. Also so ausgeschütteter Schutt und diese Blechpappen, Blechwellen. So, da am Hund. Wenn man diesen Stick oder den Hebel, wie ich auch gern sage, von der Steuerung, wenn man den ganz langsam bewegt, dann kann man so schleichen. Hier gibt es schon mal den Strick. Hier den Hundeknochen. Bin ich mir. Ah ja, genau, mit dem Hundeknochen. Ja, dem rüste ich mich aus und dann drücke ich hier einfach Viereck. Und jetzt hat er den ausgetauscht. Aha, jetzt habe ich den Tennisschläger statt dem Hundeknochen. So, der schläft jetzt am Hundeknochen weiter. Und wenn man nämlich den Stick so langsam bewegt, dann kann man schleichen. Und dann kann man nämlich auch hier über dieses Streu drüber gehen und ich glaube auch über die Wellpappe, ohne dass man es hört. Ah, ich sag Wellpappe, über das Blech. Ja, genau, da kann man so drüber schleichen. Ist hier zwar nicht unbedingt notwendig, aber kann man machen. Das ist das Plumpsklo, da habe ich früher oft gedacht, da kann man vielleicht reingehen, aber kann man leider nicht. Ja, man kann auch leider nirgends über die Mauer springen oder so. Das habe ich früher in meiner Verzweiflung auch gemacht, alles, als ich nicht wusste, wie es weitergeht. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ich glaube, zumindest das Ohr. Ja, wenn man vom Hund erwischt wird, dann verliert man eben einen Gegenstand und dann muss man den nochmal holen. Dann verliert man den zuletzt eingesammelten Gegenstand. Ich glaube, man kann. Ja, gut. Ich wollte es eigentlich nicht demonstrieren, aber gut, jetzt haben wir das auch gesehen. So, was habe ich jetzt verloren? Ein Tennisschläger, den holen wir jetzt schnell nochmal. Und ich glaube, dazu Mrs. Tweedy kann man jetzt noch nicht reingehen in den Raum, wo sie herkommt, aber im dritten Akt dann. Und wir können es auch probieren, nochmal zur Sicherheit. Ja, und hier gibt es eben klassisch auch den einfachen Sprung und den Doppelsprung in dem Spiel. So, das ist jetzt Chicken Run Hardcore Extreme. Kommt der zweite Hund jetzt auch noch? Ja. Also es gibt zwei Hunde in dem Spiel. So, der läuft jetzt komisch weg. So, und ganz vorsichtig. Ja. Hier kann man auch drüber schleichen.
So, und jetzt schaue ich mal, ob man zu Mrs. Tweedy jetzt schon reingehen kann. Doch, ich glaube, da gibt es die Gewichte drin. Also es ist jetzt einige Jahre her, als ich das zuletzt gespielt habe. Den schicken wir mal weg. Ja. Ah, da war es noch gar nicht. Ah! So, jetzt muss ich mich dann aber zusammenreißen hier. Ich schaue jetzt gleich da rein und hole dann den Strick. Jetzt bin ich noch nicht gespannt. Ich glaube, man muss das Gewicht da drin holen, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Na. Na. So, jetzt kann ich dann gleich von vorne anfangen. Ich habe mir gedacht, das Spiel ist nicht so schwer, aber ja, wenn man ein bisschen aus der Übung ist. Muss aber auch immer da sein, wenn ich da bin. Aha, da ist anscheinend die Hofeinfahrt von draußen. Und man kann die Kamera hier, glaube ich, nicht so gut schwenken, dass man da mehr sieht von draußen. Da hört dann die Animation auf. So, mal schauen, ob das jetzt geht. Nein, geht doch nicht. Oder vielleicht... Ja, doch. Gefinkelt, gefinkelt. So. Ah ja, und jetzt geht der Spaß schon los. So. Hier im zweiten Akt war damals die größte Krise, die ich mit dem Spiel gehabt habe. Und zwar gibt es den netten Umstand, dass man in dem Spiel Gegenstände schieben muss. Gewisse Gegenstände, aber es steht nichts davon in der Anleitung, dass man überhaupt die Gegenstände schieben kann. Da muss man selber drauf kommen. Ein Hinweis sind zwar diese Spuren hier am Boden, diese Linien, aber ich habe damals keine Ahnung gehabt. So, ich schiebe jetzt mal das. So, ja, ihr habt richtig gesehen, man kann Gegenstände schieben. Und zwar, indem man einfach hingeht in die Richtung zum Gegenstand und gleichzeitig die Viereck-Taste drückt. Also wenn ich jetzt hinlaufe zum Gegenstand und jetzt Viereck drücke, dann schiebt es. So, und jetzt kann ich hier raufspringen. Das ist unbedingt notwendig, um den zweiten Akt zu schaffen. Das ist Tweedy, sieht mich da oben nicht. So, ups. Ja, das war damals meine große Krise mit dem Spiel. Da habe ich ewig gebraucht, bis ich da drauf gekommen bin. Und ich muss sagen, es ist auch ziemlich gefinkelt oder gemein, dass das nicht in der Anleitung steht, dass man Gegenstände schieben kann. Aber ja. Wenn ich älter gewesen wäre, wäre ich vielleicht früher drauf gekommen, aber da habe ich echt lange gebraucht. Und dann war Riesenjubel, als ich das erste Mal geschafft habe. Ah! So. Okay, Plan B. Also da oben steht nämlich das Gewicht, das man braucht. Und wenn die Mrs. Tweedy weg ist. Ja, das Schöne ist auch, wenn man sich ruhig hinstellt, dann sieht man auch, wie der Blick vom Rocky oder von den Figuren langsam denen nachgeht. So, und das ist jetzt das schwerere Dings. Da braucht man länger, um das zu schieben, aber dann kommt man etwas sicherer drauf. Auf das Brett oben. So, das Gewicht für die Wippe und Streichhölzer.
Was ich auch sehr schön finde an dem Spiel, sind die gestalteten Räume. Also man hat hier relativ viele Details in den Innenräumen. Man sieht halt an der Grafik oder an der Animation, dass das Spiel von PlayStation 1 ist, also ein sehr altes Spiel. Hier die Eier zum Beispiel sind recht quaderförmig. Und die Figuren, speziell bei dieser Großaufnahme oder Großansicht, also wenn die Figuren miteinander sprechen bei den Clips, dann sieht man auch, dass die ziemlich eckig sind. Oder hier auch, die Mrs. Tweedy. Aber das verkrafte ich gerne. Ich spiele lieber ein gutes Spiel in schlechter Grafik, als ein Spiel in guter Grafik, das schlecht ist. So, und jetzt muss ich Trottel noch einmal den Schläger und den Strick holen. Man sieht den weißen Punkt hier auch, da steht die Ginger im Radar. So, wo geht's hier lang? Ich weiß nicht, ob man im Film auch diese Mauer überall so gut sieht. Also hier im Spiel geht die Mauer durch das ganze Grundstück. Also man merkt hier schon, dass das Spiel hier einen räumlichen Rahmen gebraucht hat. So. Jetzt aber raus hier. So, jetzt muss ich das nur mal richtig abliefern. Hier bei den Plänen sieht man auch, wo wir jetzt hin müssen. Also das eine Stall 15, 16 und 11. Okay. Im Stall 11 können wir dann auch direkt das Spiel spielen mit der Wippe. Das ist dann schon fertig. Ach ja, und am Ende vom ersten Akt, als wir mit der Mrs. Tweedy-Attrappe gelaufen sind, da kann man ja die Türen öffnen und die Hühner befreien. Aber ich glaube, das hat aufs Bestehen vom Spiel gar keinen Einfluss. Also das ist rein Rekord, punktezahlmäßig keine Herausforderung, dass man mehr Hühner befreit. Aber man kann, glaube ich, auch, indem man nur durchläuft und keine Türen aufmacht, das schaffen. Hey! Rocky, haben Sie irgendwas gefunden? Hey, das Gute kommt zu dem, der warten kann, Püppchen. Und mit dem Rocky-Gain im Film eben die dann etwas mehr Komplikationen los, weil sie eben glauben, dass er wirklich fliegen kann, weil er daher geflogen kommt und in Wirklichkeit ist er nur von der Zirkuskanone abgeschossen. So, jetzt laufen schon beide Hunde hier herum. Stall 16 ist wieder bei der Babs. Ich habe die Streichhölzer gefunden. Ich glaube, sie gehören Mrs. Tweedy. Och, das war aber nett, dass sie dir welche überlassen hat. Braucht sie die nicht, um damit den Sonntagsbraten zu kochen? Wenn wir uns nicht beeilen, dann sind wir ihr Sonntagsbraten. Wir brauchen immer noch diese Knallkörper, damit wir uns hier rausschießen können. So, und sobald man die Gegenstände eben abgegeben hat, dann sind sie sicher. Solange man noch am Weg ist, können sie einem verloren gehen, wenn man erwischt wird. So, von da sind wir gekommen, dann schauen wir jetzt weiter zum Areal B. D wäre hier, das geht erst im dritten Akt auf. So, B. Und jetzt haben wir noch ein Kartenteil. So, das Kartenteil B mit Stall 3, 4, 15 und 14. So, 15. Man sieht auch an dem Schraubendreher außen, an der Stallwand, dass man hier Gegenstände abgeben kann. Ich habe das hier für unser Katapult gefunden. Perfekt! Das ist genau das Teil, das ich brauche. Prima. Ich mache mich sofort auf die Suche nach den anderen Teilen.
So, jetzt müssen wir nur noch das Gewicht abgeben und dann können wir gleich das erste Spiel spielen. So, danke. So, nein, hier sind wir falsch. Zum Stall 11 müssen wir noch. Man kann aber eben diese ganzen anderen Ställe auch betreten. Das sind manchmal Sachen. Rosenkohl oder Karten oder Fotos. Also es gibt auch so Fotos aus dem Film oder Screenshots, die man sammeln kann im Spiel. Ja, genau. Hier gibt es jetzt noch einen Kartenteil. Nach rechts unten. Da kommen wir auch gleich hin mit einem schönen Trick. So, dazu sammeln wir diesen Löffel ein und jetzt kommt eine ähnliche Aktion wie vorher im ersten Akt. Nur, dass wir uns jetzt rausgraben statt rausschneiden. Ganz so wie am Anfang im Intro vom Film. Hier kann man zu C noch weitergehen. Gut, dann gehe ich zuerst zu C, das noch abgeben. Und noch ein Kartenteil, das Häuschen ganz links. So wird eben unser Horizont immer größer. 11, da haben wir es. Hier hast du das gewünschte schwere Gewicht. Klasse, dann können wir loslegen. Und wie wir loslegen werden, wir alle zusammen. Los jetzt! So, dieser zweite Akt steht eben so ähnlich wie der Teil im Film, quasi unter dem Motto Fliegen lernen. Und das machen wir jetzt mal mit dieser Wippe hier. Das ist ziemlich witzig. Man muss eben mit dem Stick einerseits die Richtung lenken, also links oder rechts, und auch die Stärke, mit der geschossen wird. Also wenn die Matratze weiter vorne ist, dann muss man weiter nach vorne den Hebel lenken und sonst weiter nach hinten, wenn sie nach vorne gehen, damit man da trifft. So, da muss man jetzt möglichst viele Hühner drüber schießen. Die Minispiele peppen das Spiel auch ziemlich auf. Das hat ja sonst relativ wenig Action, aber die Spiele haben es zum Teil ziemlich in sich. Wenn man die Goldmedaille schaffen will, ist es zum Teil recht schwer. Das sind so Geschicklichkeits- und Schnelligkeitsspiele. Also hier zappeln die auch immer so blöd hin und her. So ähnlich wie die Mrs. Tweedy-Attrappe von vorher. So, jetzt habe ich noch nicht genug im Moment. Aber... Das waren zu wenig. Man bekommt keine Medaille, wenn man wie ein Geisteskranker in der Gegend herumwirft. Da gibt es immer geile Kommentare von unserem Fauler. Man kann hier eben Bronze-, Silber- und Goldmedaille gewinnen bei jedem Minispiel. Und um das Spiel zu bestehen, reicht eben die Bronzemedaille überall. Ich, Chicken Run Freak, habe natürlich auch schon seinerzeit überall die Goldmedaille geschafft. Ob ich das diesmal auch hinkriege, werden wir sehen. Im Moment bin ich froh, wenn ich es überhaupt schaffe. Aber mit ein bisschen Übung kriegt man das eigentlich raus. Ich glaube ja, wenn man den Hebel zu sehr nach links und rechts bewegt, dass dann die Hühner mit der Matratze auch stärker hin und her laufen. Aber ich kann das jetzt nicht beweisen. So, Bronzemedaille geschafft.
Ja, das wird schon mal reichen. Hier sind ein paar gute Sprünge über den Zaun gelungen. Dafür gibt's eine Bronzemedaille. So, ich probier's nochmal. Also da geht's einfach um Geschicklichkeit und Treffsicherheit. Da gibt's sonst keine Tricks in dem Spiel. Und dass man halt auch so bald wie möglich die Hühner abschießt, dass man nicht zu lange wartet. Also man braucht ja ein paar Sekunden, bis die Hühner hergelaufen sind. Jetzt zum Beispiel, wenn die Hühner mit der Matratze ganz links in der Ecke stehen, vorher, dann kommen die, glaube ich, schneller wieder in die Mitte, wenn man den Hebel nicht bewegt, als wenn man den Hebel ganz stark nach links bewegt. Meine Theorie. Ich glaube, bis ich die Goldmedaille schaffe, dauert das zu lange. Begnügen wir uns mal damit, ihr könnt es ja selber noch probieren. So, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt haben wir den Löffel eingesammelt und stehen dem Hund gegenüber. Man sieht ja noch ein bisschen angedeutet im Hintergrund den Giebel vom Haus. So, jetzt schaue ich mal kurz auf die Karte. Ja, vom Areal B kommt man nach rechts unten raus. Da sieht man den Pfeil vom Areal B. Rechts unten im Eck beim Stall 14 geht er eben nach draußen. Und da können wir uns jetzt durchgraben im Schlamm. So, ich glaube in 4 und 14 waren wir schon drin. In 3 noch nicht. Okay, da gibt's nichts. So, jetzt muss ich nur das richtige Eck finden. So, hier sieht man, da wird die Erde dunkler und im Eck kann man dann graben. Und schwupps. Rocky, Sie sind da! Ja, was hältst du davon? Wir brauchen ein paar Gegenstände vom Rande der Farm. Schlafe fest, mein Engel. Rocky erledigt den Rest. Man merkt ja auch, dass die Figuren so im Spielverlauf anders synchronisiert sind als die originaldeutschen Stimmen. Ist ein bisschen schade am Anfang, aber man gewöhnt sich dann daran. Ah! So. Und jetzt haben wir das. Fast ziemlich die ganze rechte Hälfte eigentlich schon eingesammelt von der Karte. Und in dem lustigen Areal werden wir uns jetzt bewegen. So. Aha, man kann in diesem Spiel gar nicht die Kamera drehen, fällt mir gerade auf. Also weder mit rechten Stick noch mit den LR-Tasten. So, mit ein bisschen Anlauf von den Säcken drüben kommt man auch hier hin. Cool, du hast ein Bonusbild gefunden. Und das
Das sind dann eben diese Fotos, die man dann auch beim Fowler, wenn man da oben steht, kann er einen nicht sehen, die man beim Fowler dann anschauen kann im Stall 1. So. Hier in diesem Raum steht der Traktor von den Tweedies. Ich glaube, im Film sieht man das gar nicht, diesen Raum. Und da muss man jetzt ein paar Hebel drücken, um ein paar mechanische Mechanismen auszuführen. Und jetzt fällt mir gerade ein, die ganzen kleinen Ställe im Hühnergehege sind den KZs nachempfunden aus der NS-Zeit. So, jetzt muss man hier den Traktor einschalten, das raufschieben, dann hochziehen. Ja, ich habe noch alles richtig im Kopf. Muss man richtig. So, und jetzt erst am Schluss, nämlich den lösen. Oder nein, doch nicht, scheiße. Okay, der Zug funktioniert eh noch nicht, das brauchen wir erst im dritten Akt dann. Dann wird es ein bisschen heftiger. Okay, dann hätte ich ihn einschalten auch noch nicht müssen. So. Ja, und dann kann man eben hier hochrennen, das habe ich am Anfang auch nicht so leicht gefunden. Dann wechselt eben diese Kameraperspektive und man. Ah, mir gefällt auch eben dieses Labyrinthische mit den vielen Gängen und Kisten und Strohballen und den verschiedenen Etagen. So, und wenn man darüber springt mit ordentlich Anlauf, dann kommt man zu den Feuerwerkskörpern. So. So, und jetzt sind wir hier noch nicht ganz fertig. Ja, und zum Thema Feuerwerkskörper und Tierschutz, also Feuerwerkskörper zu Silvester richten bei einigen Tieren auch viel Angst und Schaden an. So, jetzt haben wir die Wippe eingesammelt. Ah, diesen Kinderwagen, wie er heißt. So, ah, geil. Da gibt es diesen Durchgang auch mit ein paar Spuren. Und jetzt. Dieser Gang hier ist auch ziemlich cool, da schleichen die Hunde herum. Witzigerweise sind die Hunde immer genau dann dort, wenn du auch irgendwo bist. Also die verfolgen dich einfach automatisch. Hier gibt es noch Rosenkohl dazu. Ah! Mist, die Knallkörper. So. Manchmal passiert es mir doch. Ja, bleiben wir erstmal da und dann holen wir die Knallkörper nochmal. Ich glaube, wenn man ganz gut ist, kann man das Spiel in einer Stunde oder so durchspielen, aber es wird mir jetzt nicht gelingen. So, und dann muss man sich ganz durch raufkämpfen, an den Hunden vorbei, mit Rosenkohl am besten. So, hier gibt es noch ein Bild. Können wir uns dann mal im Stall 1 anschauen. Und da ist jetzt ein Loch im Fenster. So, und hier besser nicht runterfallen, dann ist man wieder unten. Hier gibt es noch eine Karte. Ja, und zwar der Teil ganz links unten, da ist eigentlich nichts drauf, nur Wiese und der Baum und die Mauer. So, und das war damals die Stelle, wo ich das erste Mal herausgefunden habe, dass man Gegenstände schieben kann. Das war eigentlich auch nur zufällig, da habe ich lang überall herumprobiert, bin überall herumgelaufen, bis ich dann eben zufällig hier an dem Ding entlang gelaufen bin. Und dann wollte ich probieren, das aufheben und dann, tschack, ist mir das passiert. Und dann habe ich gemerkt, dass man Gegenstände schieben kann. So. Den schiebt man runter. Man kann die Gegenstände auch nur dieser Spur entlang schieben. Also man kann da gar nichts falsch machen eigentlich. Die lassen sich nur auf der Spur schieben. Vielleicht ein bisschen unrealistisch, dass die Spur immer schon von vornherein da ist, wo man sie braucht.
So, und man sehe und staune eine Leiter. Und noch ein Bild. Und zu diesem Kanal hier, der jetzt noch zugeschlagen ist, zuverschlagen mit Brettern, werden wir im dritten Akt nochmal zurückkommen. So, hier hätte man auch reingehen können, aber eben nur zum Erdgeschoss. Ja. Eigentlich steht er ja genau vor mir mit seiner Schnauze, aber er sieht mich trotzdem nicht. Ja, wenn man in der Nähe ist, dann merkt man auch, dass er schnuppert. Dann schaut er stärker nach links und rechts. So. Was haben wir vorher verloren? Ah ja, die Feuerwerkskörper. Da ist noch ein Punkt. Ah, die Karte. Nein! Ah! Wenn man schnell läuft. Ja. Boah. Dann kann man dem Hund noch entkommen. So, jetzt haben wir schon bald 3/4 von der Karte. Also jetzt eben das Areal, wo wir jetzt waren, bei der Hütte unten. Und jetzt gehen wir wieder zurück. So, zur Ginger. Ah, die Feuerwerkskörper, fast vergessen. Da gibt es wieder Rosenkohl. Wenn man jeden Rosenkohl einsammelt, so viel kann man eigentlich gar nicht verbrauchen. Man kommt drauf an, wie viel man braucht. So, was brauchen wir hier noch? Das ist schon oben, okay. Die Musik finde ich auch ziemlich schön, generell im Film und im Spiel. Man hat auch im Spiel recht verschiedene Musik, je nach Ort. Ja, mein Püppchen. Rocky. Da gibt es eben immer wieder diese leicht sexistischen Anmerkungen von Rocky gegenüber Ginger. So, und jetzt schauen wir. Die Wippe haben wir erledigt. Jetzt kommen wir zu Stall 16, die Feuerwerkskörper, und das Katapult ist auch schon fertig. Katapult, das habe ich nicht geschaut, 15, so. 15 und 16, da sind wir schon. Endlich habe ich alle Sachen beisammen, die du brauchst. Brillant! Damit kommen wir der Sache entschieden näher. Ist das Katapult denn schon fertig? Ja, es steht jetzt draußen und zeigt schon in Richtung See. Auch ein bisschen komisch, dass die Sachen dann sofort fertig gebaut sind, sobald man die Gegenstände abgegeben hat. So, das ist auch ziemlich geil. Also im Prinzip ganz ähnlich wie vorher bei der Wippe. Nur, dass man jetzt diese 4 Geschosse im Teich hat, die man anschießen kann. Ah. Das finde ich noch lustiger als das mit der Wippe. Der Witz dabei ist eben auch, dass man dieses Ding jetzt
so bedient, wenn man den Hebel nach links bewegt, dann schießt das Huhn eben nach links, aber es holt eben nach rechts aus. Das kann vielleicht am Anfang ein bisschen irritierend sein. Was hier auch ziemlich gut funktioniert, ist, wenn man abwechselnd auf eine Kiste im Vordergrund und dann auf eine Kiste im Hintergrund schießt. Das werde ich jetzt noch besser machen. Du könntest dir noch einen strengen Verweis einwürgen, wenn du nicht bald mehr Hennen hier herausbaust. Also immer bei diesen Stellen am Ende vom Minispiel, das sind die einzigen Stellen, wo man als Spieler direkt angesprochen wird, und zwar vom Fowler. Ja, wie gesagt, das war mein erstes PlayStation-Spiel und ich habe mir zum Zwecke dieses Spiels damals die PlayStation 2 gewünscht. Und weil das Spiel ja von der PlayStation 1 ist, bin ich dann drauf gekommen, dass die Speicherkarte nicht geht. Und dann habe ich mir halt die Speicherkarte für die PlayStation 1 extra gekauft, nur für das eine Spiel. So, jetzt haben wir es dann gleich. Wenn man gut ist, passiert es schon fast so, dass alle Kisten besetzt sind und man ein bisschen schon warten muss, dass wieder ein Huhn runterspringt. Ich springe ja nur links und rechts. So, gerade noch Bronze. Gute Arbeit! Du hast so viel aus der Schar gerettet, dass ich dich hiermit mit der Bronzemedaille dekoriere. So, und jetzt probiere ich es noch einmal. Ich glaube, jetzt schaffe ich es super. Genau, jetzt schieße ich immer abwechselnd auf vorne und hinten. Dann geht es ein bisschen besser. Die vorne und hinten, die kann man dann auch gut anvisieren, immer wenn sie entweder genau geradeaus hinten oder vorne sind oder ganz links oder ganz rechts. Dann hat man am meisten Gefühl dafür, wo man hinziehen muss. So, der hat immer recht witzige Sprüche da. Mehr oder weniger. Ja, gerade der Fowler auch mit seiner RAF-Vergangenheit und die Musik geben dem Ganzen so ein bisschen einen militärischen Touch. Und auch wie sie da eingesperrt sind in den Hütten mit der Bewachung. So, jetzt müssen wir weiter zum anderen Teil.
Schauen wir mal, was hier in C so abgeht. Aha, nix. Da ist das Dach offen. Da gibt es auch die Stelle im Film, wo der Mr. Tweedy das Dach öffnet und reinschaut und dann alle auf einmal still sind. Cool, du hast ein Bonusbild gefunden und jetzt gehen wir baden. Woo! Sehr schön. So, 11, ich glaube, da muss ich, oder? Nein, da war die Wippe, da sind wir schon fertig. Ah, da waren wir auch gerade, so ein bisschen den Plan verloren. D ist noch nicht offen, das kann man auch nicht selber aufmachen, das öffnet sich dann automatisch beim nächsten Akt. Und hier noch ein Bonusbild. Auf diese Dinger darf man auch nicht drauf treten, dann kommen auch die Hunde. Mal schauen, wo ich da jetzt noch hin muss mit dem Zeug. 15. So ein Mist, das ist Stall 15. Du kannst das ja nicht zufällig gebrauchen, nein? Nein, tut mir leid, ich bin mit dem Katapult beschäftigt. Mac hat mir gesagt, was ich zu tun habe. Ich bin ja so aufgeregt. Du solltest dich immer mit Mac absprechen, damit du weißt, was wir brauchen. Ja. So, tja, wer das nötig hat. Jetzt gehen wir mal zu Stall A. Stall A. So. Jetzt hätte ich fast den zweiten Hund abgeholt. Zu Stall A, zu Babs, zu Stall 16. Die macht nämlich die Feuerwerkskörper. Damit hast du alles, was du brauchst, Babs. Oh, ich danke dir, Ginger. Ich werde langsam nervös. Mach dir keine Sorgen. Du wirst es genießen und am Ende bist du frei. Na dann. Und ich freue mich schon auf dieses schöne Feuerwerk. Du etwa nicht? Ja, das war genauso ein Babs-Kommentar. So, und das ist jetzt die noch etwas schwierigere Variante von dem ganzen Ding. So, wie geht das jetzt überhaupt? Aha, da braucht man nur... Da gehen jetzt ganz viele Türen auf durch den Wind nacheinander. Und da braucht man die Stärke nicht kontrollieren, mit der geschossen wird, nur die Richtung. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wo diese Aktion mit den Feuerwerkskörpern im Film vorkommt.
Aber das gibt's, glaube ich, auch im Film. Bronze! Du bist der entsprungene Funke. Es ist mir eine Ehre, dich mit der Bronzemedaille zu dekorieren. Einmal geht's noch, einmal geht's noch leicht. Ah, da sieht man sogar den Mond oben, wenn er sieht. Ein Stromkabel. Also wenn man eher hier im unteren Teil bleibt, bei diesen Fenstern und dem Reifen oder der Tür, dann kann man immer ziemlich auf gleicher Höhe bleiben und muss nicht so viel steuern, wenn man jetzt zum Dachfenster raufschwenkt, zum Beispiel bei der Dachtür. So, die nehme ich gerne an. Dann können wir jetzt noch einmal speichern. Und jetzt haben wir dann den zweiten Akt schon fast geschafft. Viermal bin ich erwischt worden. Mit dir hab ich noch ein Hütchen zu rupfen. Verdammt und zugenäht, er hat Ginger. Oh, großartig, brillant. Hey, Zuckerpünktchen. Rocky. Ich komme. Schneller. Ich komme, immer noch. Los, Beeilung, halten Sie die Maschine an. Ich bin gleich da! Oh, oh! Scheibenkleister! Rocky! Ich bin bei dir, bevor du... Gib mir so alle Leister! So, und jetzt ein kleiner Zwischenshowdown. Ein kleines Zwischenspiel. Ein unerwartetes. Wuhu! Willkommen in der Pastetenfabrik. Hühnerschlachtung auf höchstem Niveau. Die Musik ist hier auch ziemlich fetzig. Ziemlich dramatisch, diese Einspielungen, wenn man quasi tot ist. Es kann einem hier aber nichts mehr passieren. Also man kommt eh. Aha. Jetzt bin ich da automatisch schon hingekommen, gell? So. Soße! Heiß und fettig! Nein! Es hat dich umgehauen. Groß und ganz sicher.
Im Großen und Ganzen habe ich das noch einigermaßen erlassen. Schoko. Ich glaube, so hoch wie man hier jetzt ist im Spiel, kommt man nie mehr im ganzen Spiel. Finde ich ziemlich witzig, dass sie das so nachgemacht haben. Das trifft sich mit der Filmszene ziemlich gut. So. Gerettete Hilfe. Ah, da ist sie ja. Hinreißen, nicht wahr? Soll das etwa heißen, du bist geflogen? In so einem Ding? Eine wundervolle Konstruktion. Dazu kann ich euch übrigens eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren auf einem Aufklärungsflug und urplötzlich hatte sich das... Ja, natürlich. Ich bin überzeugt, dass das sogar klappen könnte. Wir werden doch noch über den Zaun fliegen. Wie war's? Faula hat uns eben die Lösung gezeigt. Ist das wahr? Oh ja, ja, natürlich habe ich das. Und wie? Wie denn bitte? Wir bauen eine alte Kiste. Pläne für die alte Kiste gezeichnet, über die wir mit Fowler aus seinen RAF-Tagen gesprochen haben. Ach, hätten wir doch bei seinen tollkühnen Kriegsgeschichten aufmerksamer zugehört. Fowler hatte die Antwort. Wozu brauchen wir da noch Rocky? Nun, Nene, ich habe ein paar Berechnungen angestellt. Und ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass die Idee mit dieser Flugmaschine funktionieren könnte. Ich wusste, dass es uns gelingen wird, von hier wegzufliegen. Lass mal sehen. Also, so sehen meine Pläne für die alte Kiste aus. Sie muss ziemlich groß sein, denn wir müssen alle hineinpassen. Deshalb habe ich sie in drei Hauptbestandteile zerlegt. Alle drei Bestandteile müssen gebaut sein und funktionieren, wenn wir damit über den Zaun entkommen wollen. In die Freiheit. Ich kann schon das Gras unter meinen Krallen spüren. Zunächst einmal brauchen wir einen großen Motor. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen Mr. Tweedys Auto oder seinen alten Traktor aus der Scheune. Ich denke, der Traktor wird das Beste sein. In sein Auto kommen wir sowieso nicht rein. Er ist schon ziemlich alt und eine Weile nicht gelaufen. Wir werden ihn also gut ölen müssen, nehme ich an. Damit können wir dann den Propeller antreiben. Allerdings brauchen wir dafür noch eine entsprechend lange Kette. Ja, das sollte funktionieren. Du wirst sehen, diesmal klappt's. Ich werde jedenfalls tun, was ich kann. Okay, es wird das Beste sein, wenn wir den Motor in Stall 15 instand setzen. Aber wie soll es jetzt mit dem Rumpf der alten Kiste weitergehen?
Meinen Berechnungen zufolge müsste es möglich sein, einen der Ställe umzubauen. Stall 10 wäre ideal dafür. Aber was müssen wir dafür tun? Netter Plan, Henne. Wir werden ein paar Zahnräder brauchen, jede Menge Werkzeug und Holzplanken. Okay, das sollte nun wirklich kein Problem sein. Aber es kostet Zeit und wir dürfen uns nicht vom Mr. Tweedy erwischen lassen. Und wir müssen höllisch aufpassen. Glaubst du, du kommst irgendwie an sein Fernglas ran? Ich denke schon. Das muss irgendwo im Farmhaus herumliegen. Und hast du nun herausgefunden, wie man die Flügel bauen kann? Aber selbstverständlich, alles, was wir brauchen, sind ein paar Stangen, etwas Schnur und jede Menge Wäsche. Klingt wie ein toller Plan, Mac. Stall 11 ist ideal. Da können wir die Flügel zusammenbauen. Aber wie soll es jetzt mit dem Rumpf der alten Kitten? Meine Berechnungen zufolge müsste es möglich sein. Ne. Aber es. Und ich. Wir müssen viel Zeugs heranschaffen. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, du bleibst hier und koordinierst unseren Plan. Ich kenne da ein paar Ratten, die erledigen solche Sachen beruflich. Aha. Das Problem dabei ist, sie wollen dafür bezahlt werden. Mhm. Ich weiß, diese Ratten verstehen nur eine Sprache, Eier. Wir sollten zu Bunty in Stall 2 gehen. Sie wird ganz hingerissen sein, uns helfen zu dürfen. So, willkommen im Akt 3. Wir sehen hier die Disco-Kugel, die im Film auch vorkommt, wenn sie den Radio einschalten. Ach ja, der Radio steht übrigens auch irgendwo herum, den kann man einschalten in einem Stall. Und hier links hinten sehen wir den Kopf von der Mrs. Tweedy, von der Puppe von vorhin. Ah, da ist wieder Radio. Kann man mit Viereck einschalten. So, und jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt im dritten Akt wird es wieder finster, die Spannung steigt. Die Scheinwerfer sind wieder aktiv. Die Lichtkegel sausen und brausen herum. Und die Hunde. So, jetzt können wir wieder Richtung Haus gehen, wo wir am Anfang waren. Diesmal ist hier nicht mehr Rocky zuständig, sondern schon Ginger. Die Ginger hat aber wieder ihre Handlanger, die für Räume zuständig sind, die weiter weg liegen, speziellerweise. Zum Beispiel wieder hier drin bei Mrs. Tweedy. So, diese Regale stehen jetzt schon wieder normal. Ist diese Profittafel von der Mrs. Tweedy, wo sie kapitalistisch ihr Geld zählt. So, und da ist jetzt offen, da kommt man rein. Hallo, meine Süße. Nick und Fetcher. Stets zu Dienst. Wir brauchen diese Dinge für den größten Plan, den wir je ausgebrütet haben. Das kostet dich aber eine Kleinigkeit, meine Liebe. Das habe ich schon geahnt. Wie wär's denn mit, sagen wir mal, 6 Eiern? Ja, 6. Im Voraus, versteht sich. 6 Eier? Da muss ich erst mit den Mädels reden. So, das habe ich natürlich gewusst, dass man hier vorher Eier besorgen muss.
Und zwar, das habe ich euch jetzt noch gar nicht gezeigt, das gibt es auch im Areal A, also wo wir direkt das Spiel gestartet haben, im Stall 2. Da gibt es das schöne Eierfangspiel. Auch heraus an der Ei- und Huhn-Abbildung. So, das ist ziemlich geil. Da muss man jetzt mit Kreis die Hühner füttern und dann hin und her gehen zur nächsten Rinne, die nächste füttern und dann mit X wieder die Eier aufsammeln. Und wenn Banti, das dicke Huhn in der Mitte, die legt zwei Eier auf einmal, wenn man da einen Huhn gesammelt hat, dann kann man sie schon wieder füttern. Aber wenn man ein Ei gesammelt hat, dann kann man sie wieder füttern. Und am besten geht man immer wieder, sobald es möglich ist, zur Banti in der Mitte zurück, weil man dann am meisten Eier kriegt. Ah! So. Eins leider runtergefallen. Gute Arbeit, mein Gut. Ich verleihe dir hiermit die wohlverdiente Silbermedaille. So, schön. Jetzt habe ich 11 Eier, 6 hätten auch genügt. Die nehmen eh wieder alle auf einmal, die Ratten trotzdem. Die habe ich jetzt im Inventar, 6 Eier. Und jetzt gehe ich nochmal zurück. Und das muss man halt hier im dritten Akt immer im Voraus machen. So, jetzt habe ich den genau dahin gehetzt, wo ich hin will. Zum dritten Mal daraus. Jetzt warten wir hier nochmal. Und da kommt man dann zur Pastetenmaschine von Mr. Tweedy, die wir gerade vorher in dem Clip gesehen haben. Wo sie ihm dann die Pastete reingeklatscht hat. Dein Liebchen? Wir müssen von hier fliehen und wir benötigen dazu diese Dinge. Oh, ich bin sicher, dass wir zu einer Einigung kommen werden. Und weil wir so verzweifelt sind, bin ich bereit, euch 6 Eier anzubieten. Ich glaub wohl, ich träume. Das ist ein Riesenauftrag, Schätzchen. Da sind 6 Eier im Voraus wohl das Mindeste. Ich dachte mir schon, dass ihr das sagen würdet und habe sie schon mitgebracht. Na wunderbar. Es ist doch immer wieder schön, mit dir Geschäfte zu machen, Kleines. Wir werden uns um die Sachen kümmern. Wir sehen uns später am gleichen Ort und seht zu, dass ihr nichts vergesst. So, und jetzt spielen wir Nick und Thatcher, die beiden Ratten. Das war das Öl und hier die Karte von dem Teil, wo wir gerade drin sind, von dem Haus. Habt ihr es schon bemerkt, die Stimmen sind hier vertauscht von Nick und Thatcher. Also die reden jeweils mit der Stimme vom anderen. Kleines Defizit vom Spiel. So. Und der Witz ist jetzt, dass man mit beiden gleichzeitig spielen kann. Also mit Kreis komme ich zur nächsten Figur. So. Und jetzt kann ich den rüberlocken. Jetzt habe ich schon die eine Kiste geholt.
Ah, aber jetzt ins Leere, gell? Ja, wenn man die Knöpfe richtig drückt, dann geht der eben weg. So, jetzt haben wir das auch einmal gesehen. So, aber das hat jetzt nicht viel gemacht. Das ist eben die Pastetenmaschine, wo wir gerade noch drin waren. Wenn man sie hier anschaut, ist die ungleich kleiner als vorhin, als wir noch drinnen waren. Da sind die Größenverhältnisse ganz andere. Ah, er läuft noch nicht weiter weg. Kriege ich das jetzt hin? Anscheinend doch wieder zu nahe. Das Witzige ist auch, die Ratte hier in Gelb, ich glaube, das ist der Nick, kann nur einen einfachen Sprung machen, während der Fetcher zwei Sprünge machen kann, Doppelsprung. Erwischt mich sowieso, wenn ich da stehen bleib. Fast. So, das war eigentlich früher nicht so schwer, kommt mir vor. Nick und Fetcher sind die einzigen Tiere in dem Film, die keine Hühner sind. Thank you.
her! So, jetzt schnell hier weg, die Ölkanne noch. Also zuerst den oberen und dann den unteren Knopf drücken. So. El Lieferante! Das ist Spanisch. Was habt ihr bekommen? Eine Kiste mit allerfeinstem Werkzeug, eine Ölkanne und eine Kiste mit Zahnrädern. Alles wie gewünscht. Das ist ja fantastisch. Hervorragende Arbeit. Dann belohne uns entsprechend. Gib uns Eier und wir werden immer pünktlich liefern. Das habt ihr diesmal wirklich getan. Vielen Dank. So, dieser Raum wäre mal geschafft. Muss ich das noch zurückbringen? Ja, im dritten Teil, wenn ich jetzt einen Gegenstand verlieren würde, dann wird das schon ziemlich umständlich, weil man dann eben wieder Eier sammeln muss. Und das macht es eben nicht unbedingt sehr viel schwieriger, aber es zieht sich dann mehr. Ich kann hier im Radar gut verfolgen, wo die Mrs. Tweedy gerade ist. Ah, jetzt kann ich gar nicht raus. Da kann ich nur raus, wenn sie erinnern ist. Gemein. Dann sieht sie sogar durchs Fenster. So, und jetzt schaut sie eh weg. Ja, und da steht man schon automatisch im Licht, das ist auch ziemlich mies. So, jetzt bringe ich mich mal in Sicherheit. So, ich muss jetzt damit zu 15 und 10. Also in B und C oder D. Da fehlt noch eine Karte von C. Jetzt kommen wir auch schon zu D. Da liegt auch schon mitten am Feld die Karte von D. Kann man noch schauen, was da sonst so drinnen ist. Bild. Ah, das ist der gemeine Schuppen. Nummer 7, da kann man nicht reingehen. Das ist der umgebaut wird, der ist einfach zu. Das heißt, wenn man da vom Hund flüchtet und reinlaufen will, dann hat man Pech gehabt. Das war jetzt links oben das Kartenteil und jetzt brauchen wir nur noch das Kartenteil von C, dann haben wir das ganze Areal. Das sieht man schön hier im Überblick. Den Überblick hat man mit dem Film nicht so vom Tweedy gehalten. Ich habe auch geglaubt, dass man vielleicht hier das Tor aufmachen muss oder so, aber muss man nicht. Da spielen die Hühner Schach. Darf man nicht unterschätzen. So, jetzt zu C. Elf.
was ich gefunden habe. Kannst du damit was anfangen? Nein, sorry, ich bastle die Flügel. Aha, jetzt bin ich falsch. So. War das nochmal? 15 und 10. Ah. Oh, ich bin noch an 10 schon vorbeigelaufen. So, jetzt haben wir hier schon Mr. Tweedy und die Hunde. Das rettet einen auch immer. Das hier sollte dir weiterhelfen. Prima! Max sagt, wir brauchen einen Motor. Glaubst du, wir werden einen finden? Wenn's nach meinem Plan geht, nehmen wir den von Mr. Tweedys altem Traktor. So, da bin ich immer beruhigt, wenn ich Sachen abgegeben habe. Brauchen wir nur noch zu 10. Fürs Erste. Und dann wieder Eier holen. Kann ja auch schön immer dieser Spur folgen im Boden. Dann kommt man auch von A, B, C, D. So, 10. Nichts wie rein. Boah, ist das schwer. So sieht's auch aus. Klasse gemacht, Ginger. Jetzt habe ich die Hälfte der Sachen schon zusammen. Fein. Ich hoffe nur, ich kann diesen Ratten trauen. So, jetzt haben wir alles abgegeben, jetzt können wir wieder zu Stall 16 gehen, die Eier holen. Typisch für dieses Adventure-Spiel ist eben auch, dass die Ginger ständig Gegenstände mitnimmt, die auch die größten und schwersten, aber man sieht nie was, dass sie irgendwas in der Hand hat oder irgendwas trägt. So, Orientierung. A. Wenn man hier so die Gerade entlang läuft, sieht man schön immer gleich links, rechts, bei welchem Stall man sich gerade befindet. Da kann man so schön mit Überblick durchlaufen. So, dann holen wir uns wieder mindestens 6 Eier. Die 6 Eier braucht man eben nicht mehr für die Confetti, sondern auch hier für die Bronzemedaille. Ah, je. Yeah. Ah! Das sind eben genau diese Schnelligkeitsspiele, wo man sich richtig schön die Daumen ausreißen kann und Tasten drücken, habe ich alles schon gemacht. So, da sind wir schon fertig. Jetzt gehen wir zu B weiter. Wo wir mit dem Löffel durchs Loch rausgegangen sind.
Jetzt sind wir wieder hier in dem Gebiet rechts unten auf der Karte. Und jetzt sind wir nochmal hier in dem Raum und da öffnet sich jetzt dann dieser Kanal, wo wir vorher waren im zweiten Akt. In Kisten kann man sich super verstecken. Okay. So, und jetzt hier rein. In dem Fall reicht es, dass man unten reingeht. Und jetzt liegen hier einfach so die Bretter herum. Ah, die kann sie nicht mehr tragen. Genau, weil sie schon 6 Eier hat. Ich glaube, diese Bretter hier sind im dritten Akt die einzigen Gegenstände, die einfach so herumliegen, ohne dass man Nick und Fetcher irgendwo braucht in einem Innenraum. Den Kanal sieht man im Film gar nicht. Ziemlich cool. Bist du dir sicher, dass du das alles brauchst? Stangen, Ketten und einen Motor? Das riecht nach einer unmöglichen Aufgabe. Aber ihr müsst sie übernehmen. Wie viel ist sie dir denn wert? 2 Eier. Oh ja, bitte! Halt die Klappe, Fetcher! 8 Eier. 6. Das ist mein letztes Wort. Abgemacht. Wie schön, 6 Eier. Hier. Und jetzt beeilt euch bitte. So, und jetzt sind wir durch den Kanal hier eingeschlichen. Zum Traktor. Die Klappe oder diese Tür, wo wir vorher hergekommen sind, wäre jetzt noch nicht zu gewesen. So. Und jetzt muss man den einschalten. Hochheben. Dann das Ding rausziehen, das geht mittlerweile. Und wieder absetzen. Und was passiert dann? Bumm! Geil, oder? Das war auch schon einer der größten Action-Effekte, die das Spiel zu bieten hat. Ah ja, die brauchen wir. So. Stangenketten und der Motor. Und der Motor ist jetzt nämlich schon in der Hütte. Alles vollständig ausgesucht. Vollständig! Wie bitte? Habt ihr alles? Ja, und dein Motor wartet schon auf dich. Genau da, wo du ihn brauchst. Alles im Service inbegriffen, Schätzchen. Bald werden wir draußen sein. Das werdet ihr, Schätzchen. Alle zusammen untergegangen. Klappe, Blödmann. Ich weiß zwar, dass es uns eine Menge Eier gekostet hat, aber ich glaube, das war's wert. Danke euch beiden. So, und jetzt kann ich schon wieder zurückgehen. Und dann gibt's nur noch eine dritte Station, glaube ich. Im Haus von den Tweedies. Ja, jetzt habe ich schon 109 Stück Rosenkohl. Hier liegt immer extra viel Gerümpel herum im Spiel, damit man eine Raumgrenze hat.
und jetzt muss ich damit zu 15, dann kommt der Motor, zu 11 und zu 10. Oh Gott. So, wird mir jetzt extrem auf den Sack gehen, wenn ich jetzt irgendwas verlieren würde. So. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Fantastisch, das ist alles. Mal sehen, ob wir diese Maschine nicht zum Laufen kriegen. Wir müssen, die Zeit läuft uns davon. So, das ist jetzt auch schon eins der schwierigeren Spiele. Und zwar muss man jetzt... Oh mein Gott, kann ich das noch? So, jetzt muss man immer zwei Tasten drücken. Und zwar einerseits Rocky in der Badewanne zufriedenstellen mit Seifenblasen. Und dann den Motor schmieren und so Motor ölen und dann ankurbeln. Und gleichzeitig muss aber Rocky auch zufriedengestellt sein. Genau. Motor ankurbeln, das heißt, bis unten die Anzeige ganz rechts ist im roten Bereich. Also zuerst Rocky besänftigen, dann schmieren und dann treten, solange es geht. Dann regt er sich auf. Dann muss man wieder schmieren, je besser es geschmiert ist, umso leichter kann man den Motor treten. Das war Mumpitz. Du musst schon ein bisschen mehr Gas geben, wenn wir diesen Motor zum Laufen bekommen wollen. So, dann dreh das noch einmal. Ja, da braucht man zwei schnelle Daumen. Besser, aber das ist nicht so einfach. Das war Mumpitz. Du musst schon ein bisschen mehr Gas. Ups. Das war Mumpitz. Rocky vergessen. Gerade wenn man anfängt, Playstation zu spielen in der Volksschulzeit und man noch nicht genau weiß, wo welche Taste ist und man dann zwei Tasten auf einmal drücken muss und drei Sachen gleichzeitig im Kopf behalten muss, ist das nicht so einfach. Weil die Hauptaktion ist eben das Treten von diesem Motor, aber da braucht man halt vorher die guten Bedingungen, also diese Rahmenbedingungen sozusagen. Weil nur das Motorkurbeln selber treibt ja unten dann die Anzeige weiter. Und vielleicht muss ich doch was ändern in der Reihenfolge. Ich hab das raus, dass ich von vorher zum Rocky zurückgehe.
die Anzeige von Rocky wird am schnellsten langsam. Und tun mir wieder die Daumen weh. Versuchen, den Motor zum Laufen zu bekommen, Öl ihn häufig und strample kräftig und vergiss nicht, Rocky zufriedenzustellen, indem du Luftblasen in seine Wanne pustest. Ja. Leichter gesagt, was getan. So. Das ist ja eigentlich brutal, weil es da so um Schnelligkeit geht. Das ist wirklich eine körperliche Herausforderung an die Daumen. Also ich glaube, das kann es irgendwie nicht sein. So. Ah, das war's vielleicht, dass ich Rocky schon bei der Hälfte oder so, weil dann der Motor nicht so schnell, nicht ganz absackt.
Ja, jetzt schaut's besser aus, ja. Den Rocky immer schon nur bis zur Hälfte wieder anpumpen und dann... Ja! Das war eine feine Leistung. Hier ist die Bronzemedaille. Da kam... So, das reicht jetzt mal. Also Rocky nicht ganz voll pusten, sondern bis zur Hälfte von dem Balken. Ups. Ach du Schande, überall nur Öl. Ich weiß, ich würde es trotzdem... Nein, nicht nochmal versuchen, nein. So, das war jetzt unabsichtlich. Ja, mir ist jetzt, fällt jetzt auch noch ein, ich habe auch einmal Brettspiel gemacht, inspiriert von dem Gelände da, also besonders von dem Gelände ums Haus herum, wo wir ganz am Anfang waren. Das habe ich damals auch mit meinem Papa gespielt. Ah, da gibt es die C-Karte. So, tada, jetzt ist die Karte fertig vom Tweedy Hof. Die ganze Tweedy-Karte habe ich auch abgezeichnet. Die Figuren auch mit so einem Steckspiel nachgesteckt, wo man so die bunten Stifte in diese weiße Platte stecken muss. So, Motor ist fertig. 11 und 10. Und zwar in C und also in D und C. Ich komme gerade von B, also auf der anderen Seite. So, D. 11 und 10. Fordern dauernd neue Eier, wenn wir das alles doch nur ohne sie bewerkstelligen könnten. So, gleich haben wir es. So, jetzt noch zu C weiter. So, Gott sei Dank, da ist es schon. Die Ratten haben das hier aufgetrieben. Ich dachte mir, ich bringe es schnell vorbei. Super, das ist wirklich nützlich. Na prima, ich gehe jetzt besser wieder. Wir haben ja noch so viel zu tun. So, gut, gut. Jetzt bin ich wieder leer, jetzt brauche ich wieder Eier. Ich will zurück über BA zum Stall 16. Ja, und wenn man keinen Gegenstand bei sich hat, dann kann einem eigentlich gar nichts passieren, wenn man erwischt wird. Kommt man halt höchstens wieder zum Ausgangspunkt von dem Raum, wo du gerade warst. So. Ah, nicht 16, 2 natürlich, da gibt's die Eier. Weil wir hier jedes Mal eine Confection brauchen. So, da ist dieses Spiel zum Drücken gleich viel einfacher im Vergleich dazu. Wow.
vollem Anlass, die goldene Medaille überreichen zu dürfen. So, die Eier und jetzt. Ich glaube, die Hunde laufen jetzt auch schon schneller. Na, Mr. Tweedy reagiert jetzt auch leichter im dritten Akt. Ah doch, ja, man muss da wieder zurück, zum, wo die Wäscheleine ist. Zu der Haustür. So, jetzt haben wir den aufgeweckt. Da ist die Klappe jetzt offen. Donnerkiesel! Wirf mal einen zarten Blick auf diese Liste, Fetcher! Ich werfe hier schon, Nick, ich werfe! Das ist gefährliche Knochenarbeit, Fräulein, damit da keine Missverständnisse aufkommen! Gefährlich hin oder her, könnt ihr uns nun helfen oder nicht? Aber natürlich, für dich riskieren wir doch Schwanz- und Schnurrbarthaare, Schätzchen! Oh je, diesen Ton kann ich gar nicht leiden. Dafür sind 6 Eier ja wohl das Mindeste. Eher 10. Oder was meinst du, Fetcher? 10? Ich gebe euch jetzt 6 Eier und damit Schluss. Geht in Ordnung, Schätzchen. Nach dir, Fetcher. Nach mir was? Bringt alles hierher. Wir haben nicht mehr viel Zeit. So, das nach mir was, das war jetzt... Auch ein Zitat aus dem Film. Und das ist jetzt ziemlich cool, weil man das erste Mal direkt im Haus von den Tweedys sich befindet. Aber die Tweedys sind Gott sei Dank nicht anwesend. So. Und auch im Film kann man sich da mit dem Gartenzwerg tarnen. Brauchen wir gerade nicht. So. Ah, okay. Also da... Der Nick kann nur einen Sprung machen, weil er so dick ist, ist aber dafür stärker und kann den Hocker schieben. Und der Fetcher kann einen Doppelsprung machen, kann aber nicht schieben. Okay. Finkel. Und dadurch macht es auch Sinn, dass man sich da immer wieder abwechseln muss. Ah, genau. So war das. Die Stöhngeräusche, die die dann beim Springen machen, sind etwas komisch. Da sieht man sogar die Wasserhähne ganz genau. So, Wäsche. Die Unterhose von Mr. Tweedy. Schauen wir mal hier rein. So, die Küche. Wohnzimmer. Mit Büro. Da steht auch das Hochzeitsfoto von den Tweedys am Tisch. Du kannst leider nicht größer anzeigen lassen. So, und da liegt jetzt der Hund vorm Ofen. Deswegen muss man mit dem Zwerg hier vorbeigehen, sonst wird er einen erwischen. Und dann... Ah, da muss man wieder anders herumstehen. Man muss den Nick als der Stärkere anziehen und der Fetcher als der Leichtere wird nach oben gezogen. So. Er kann sich mit Viereck dann hier anhalten, da muss man auch mal drauf kommen. Und wenn man dann hier zieht,
Yuppie. Jetzt das Fernglas. Auch wohlgemerkt viereckig auf PlayStation 1. Mit dem der Mr. Tweedy immer herumschaut. So. Und hier noch die Essensreste von den Tweedys. Und noch ein Bild. Und jetzt geht's hier entlang. Keine Ahnung, wer der Typ auf dem Gemälde ist. Vielleicht ein alter Vorgänger von den Tweedys. Und jetzt haben wir noch Wolle gefunden. Und das soll's gewesen sein hier. So. Nichtsdestotrotz. Ja, die Wolle, die liegt wieder da ganz oben. Also einfach Viereck drücken, dann zieht er das hoch. Und das ist eben das Wohnzimmer von der einen Szene, wo sie die Preise ausrechnet und er beim Fenster rausschaut und sich denkt, dass sie was aushacken und dann schreit sie eben, die hacken nichts aus und du bildest dir das alles nur ein. Und sie sind auch nicht organisiert und im nächsten Moment sieht man, wie die Hühner gerade die Versammlung haben und die nächste Aktion planen. Und der Tweedy vermutet das halt die ganze Zeit. Sie schaut's nicht. So. Wir sind zurück! Und wir haben alles! Alles? Ja, Kleines! Wäsche, Schnur! Und ein wunderschönes Paar von diesen... Das ist ein Fernglas, du Napf! Das habt ihr beide gut gemacht. Ist schon in Ordnung, Kleines. Du kannst dich eben auf uns verlassen. Wenn wir ein paar Eier intus haben. Ich denke, ihr habt sie euch verdient. Vielen Dank. So schnell kann es gehen. Oder oben kann mir nichts passieren. Jetzt fällt mir wieder ein. Manchmal sagen sie ja, wenn die Ginger zu den Ratten kommt, sagen sie am Anfang, dass sie Eier wollen und dann, wenn sie geht, sagen sie noch einmal, dass sie Eier kriegen. Und da habe ich am ersten Mal gedacht, ich muss immer doppelt hingehen zu ihnen. Was dann natürlich aber unnötig war. So. Und es geht voran. Wir haben jetzt alles für Stall 11 für die Flügel und alles für Stall 10 für den Propeller. Also gehen wir wieder zu D und C. Hier sind mal wieder Spuren von Mr. Tweedy, also man wird eigentlich immer von dem Spiel schon dorthin geführt, wo man hingehen soll. Kleiner Umweg zu C. Die Flügel und das Werkzeug bauen sind dann nicht mehr so schwer wie das. Also das Bauen mit den Werkzeugen vom Rumpf ist dann nicht mehr so schwer wie das mit dem Motor.
endlich. Sie haben alles, was wir benötigen. Ich weiß, was wir jetzt brauchen. Eine Pause. Du musst ja hundemüde sein. Gut gemacht, Ginger. Jetzt können wir die Flügel fertig bauen. Großartig. Ich bin mir sicher, dass der Plan funktionieren wird. Du wirst sehen, bald sind wir fort von hier. Wieder zwei Tasten drücken und wenn das rot leuchtet, dann kommt es runter. Das fertige Produkt, jeweils ein Teil von dem Kuchen. Und das sammelt man dann ein, indem man einfach da steht an der Stelle. Und man braucht eben auch von jeder Sparte hier, von den drei Sparten, eine gewisse Anzahl an Teilen, die man dann sammeln muss. Ups. So, das eine ist fertig. Da darf man eben nichts außer Acht lassen. Diese Flügel sehen so stabil aus, dass ich dir mit Fug und Recht eine Silbermedaille verleihen kann. So, und dann gehen wir jetzt noch weiter zum Rumpf und dann können wir den auch schon bauen. Also das wäre jetzt noch... Stall 10 in D. Die Hunde sind ja ganz schön hartnäckig. Es ist natürlich auch besser, wenn man so im Kreis herumläuft, dass man einen weiten Radius nimmt, weil sonst der Hund leichter hinterherkommt. Also nicht zu eng abbiegen. So, D. Teil. Dank dir, Ginger. Ich bin so gut wie fertig. Ich bin stolz auf dich. Komm, ich helfe dir, dann können wir es ausprobieren. Das wird ziemlich lustig. Das ist ein geiles Rhythmusspiel. Drücke die Tasten im gleichen Takt wie Mr. Tweedy, sodass er dich nicht hören kann. Achte darauf, dass dein Werkzeug dem Seinen entspricht. Verwende die Tasten Viereck, X und Kreis. Immer einmal von ihm und dann geht es direkt weiter und man muss wieder mitdrücken. Mit dem richtigen Gerät. Ja.
gibt's noch. Story ist eben, dass der Mr. Tweedy gerade die Pastetenmaschine repariert und darum kriegen sie eine Frist. Und der hört uns nicht, wenn wir im gleichen Rhythmus wie er arbeiten. Ich finde es auch schön in der Geschichte, dass dann die Lösung erst dadurch gefunden wird, dass sie dem Fowler mal zuhören, den Alten, wenn er von seiner RAF-Zeit redet, weil sie nur dadurch auf die Idee mit dem Flugzeug kommen. Vorher ignorieren sie ihn ja lange, weil er ihnen eher mit seinem Kriegsgehabe auf die Nerven geht. Die Rhythmen werden dann langsam auch schwieriger. Das kann ich dann schon bald blind. Der Einsatz eben ganz schnell. Und. Ah, ich weiß. Jetzt kommt, denke ich, schon der letzte, mein Lieblingsrhythmus, der durchgeht, ja. Verhältnismäßig einfach. Sechsmal erwischt worden. Dreh die Kiste um, ich hol die Rampe! Was soll denn das werden, Hühnchen? Oh. Verarbeitet. Danger! Rocky! Vorsicht da unten! Oh.
fürs Abhauen. Und das ist fürs Wiederkommen. Heilige Schuppenhut, was war das? Ein blinder Passagierkapitän. Das schafft der Motor im Leben nicht. Ja, jetzt schöne dramaturgische Wende, dass, wenn es scheint, dass alles gut ist, dann sieht er, dass sie dann doch nochmal hinten dran hängt. Und diese kleine Wende zum Schluss ist jetzt hier nochmal umgesetzt in diesem Minispiel. Da muss man von den Äxten ausweichen. Und das tut man, indem man immer diagonal fährt. Wenn man gerade fährt, dann trifft sie einen. Und wenn man versucht, sie dagegen zu stößen, gegen die Windmühle oder Türme, dann trifft man sie. Oh, Batsch! Bau! Hier kriegt man ein bisschen was von der Landschaft mit. Ich weiß allerdings gar nicht, ob das überhaupt was bewirkt, wenn sie einen mit den Äxten trifft. Ah, doch, dann kann man nicht so gut steuern, ja. Tja. Letztendlich geht es eigentlich nur darum, dass sie nicht ganz bis nach oben kommt. Also, dass man oft genug sie runterstößt. Da gibt es eben den geilen Effekt im Film, wo sie gegen das Werbeplakat von ihr klatscht und dann das Plakatgesicht von ihr über dem Gesicht hat und dann zieht sie es runter und es ist sanft, ganz lieb lächelnd am Plakat und dann zieht sie es runter vom Gesicht und dann ist ihr wildes Gesicht in echt runter. Ah! Jetzt hat sie mich erwischt. So, nochmal. Zu viel reingeredet vielleicht. Also den Kontrast zwischen lieblich nach außen in der Werbung und die Grausamkeit, die sie eigentlich verbirgt. So wie in der Wirtschaft. Ich glaube, man kann sich sogar an der Straße orientieren, ja. Die Gebäude stehen nämlich immer genau. Die stehen immer genau an der Straße, womit man sie treffen kann. Zu knapp. Da war ich auch schon mal besser. Das ist es gleich. Wir kommen hier raus. Wir sterben entweder als freie Hennen oder wir sterben beim Versuch, es zu werden. Dieser alte Vogel wirft mit Decks. Pass auf!
Spiel ist eigentlich eine ziemliche Genugtuung nach dem Ganzen. Nach dem Ganzen, was sie den Hühnern angetan hat. So. Ah, schon wieder. So. So, der Anfang gleich jetzt, wenn das Flugzeug losstartet, ist ziemlich schön. Das ist das. Wir kommen hier raus. Wir sterben entweder als freie Hennen oder wir sterben beim Versuch, ein Schwert. Ja, dieses letzte Minispiel sprengt nochmal alles, was davor war, also im ganz anderen Rahmen. Jetzt weitet sich wieder der Raum, man fliegt durch den Ort und man fliegt überhaupt. Und das hat jetzt auch viel mehr Action als alles, was davor war und mehr direkte Gewalt, was ja sonst bisher nicht vorgekommen ist. Um die Ecke will, wenn sie schon die Axt herausgeholt hat, dann geht es sich natürlich nicht mehr aus. War früher auch nicht so schwer. Das ist es, Leute. Wir kommen hier raus. Wir sterben entweder als freie Hennen oder wir sterben beim Versuch, ein zu werden. Er sagt alter Vogel zu ihr. Dieser alte Vogel wird mit Äxten.
aber wehgetan haben. Ja, Land in Sicht. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Tweedyhof und... Gesagt, die hacken was aus. Wir haben es geschafft, alle zusammen! So, das war Chicken Run auf der PlayStation 1. Geiles Spiel, eines meiner absoluten Lieblingsspiele, obwohl es aus heutiger Sicht irgendwie simpel ist und als Adventure-Spiel nicht ganz so actionreich, aber hat was. Wenn man so ein großer Fan von Hühnern und von Chicken Run ist. Ja, und Liebesgeschichte und Bösewichte und Action am Schluss im Film und... Also alles, was ein Film braucht. Und ein Motiv als ein Ziel, nämlich die Freiheit, mit der sich jeder identifizieren kann. Und am Schluss gibt eben der Film oder das Spiel auch nochmal so eine Moral, in dem eben die Mrs. Tweedy diejenige ist, die drauf geht. Ja, ja. So ist es. Jetzt sind wir in der Hütte von Fowler. Das kann man die Medaillen anschauen von jedem Spiel. Steht dann dabei. Gar nicht so schlecht mal, würde ich sagen. Dafür, dass ich jetzt schon lange nicht mehr gespielt habe. Und jetzt können wir uns noch kurz... nicht die Videos, sondern die Bildergalerie ansehen. Das sind eben alle Bilder, die wir gesammelt haben im Laufe des Spiels. Bilder aus dem Film. Das war's. Viel Vergnügen beim Spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht hört ihr mal wieder was von mir.
Ciao.